Hey, schön, dass du da bist. Heute zeige ich euch meine August-Favoriten und die Düfte, die ich am meisten im August getragen habe. Unter anderem natürlich auch im Urlaub, wobei da hatte ich nicht meine ganze Kollektion dabei, obviously, sondern halt nur ein paar. Und dementsprechend hat sich der August tatsächlich dann auch auf ein paar Düfte konzentriert. Und wir waren auf einer sehr schönen Hochzeit. Da habe ich den Crab Apple Blossom getragen. Ich finde, der hat sehr gut gepasst. Wir hatten so um die 30 bis 35 Grad. Es war auf der Haselburg in Bozen. Es war echt wunderschön. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit den Düften. Mein erster, und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich, also das ist jetzt Rekord. Das schreibt jetzt vielleicht Geschichte auf meinem Kanal, weil ich glaube nicht, dass ich einen Duft, den ich neu bekommen habe, in so kurzer Zeit schon mal so viel getragen habe. Es ist der Fig von Arkinisia. Und das ist diese Brand aus Mallorca, die sind in Palma. Und den Fig, den hat mir ja die Jasmin in einem Harry Potter Video zum ersten Mal gezeigt. Da haben wir ihn ausgesucht für die Luna Lovegood. Und sie meinte noch so, das ist der beste Feigenduft. Und ich dachte mir so, okay, also ich bin bereit für den besten Feigenduft, aber ich kenne viele Feigendüfte und die Konkurrenz ist hart. Dann habe ich den gerochen. Say no more. Ist der nicht toll? Das ist der beste Feigenduft, den ich je gerochen habe. Das ist wirklich der tollste Feigenduft, den ich je gerochen habe. Ich habe ihn mir auch direkt bestellt. Und das ist eine Sache, die kommt nicht oft vor. Der Fig ist ein ganz, ganz feiner Feigen-Sandelholz-Iris-Duft. Also in Anführungsstrichen relativ untypisch für Feigendüfte, weil ich finde, Feige wird ganz oft auch mit zitrischen Noten kombiniert, was auch super schön wirkt, wie zum Beispiel in Acqua di Parma, Fico di Amalfi. Hier ist es aber tatsächlich kombiniert mit so einer richtig pudrigen Iris und so einem ganz cremigen Sandelholz. Also das Sandelholz, das habe ich auch sofort rausgerochen. Das ist einfach himmlisch. Und wir haben auch ein tolles Feigenholz mit drin. Ich finde, Feigenholz ist fast die schönere Note. Ich mag Feigenholz lieber als Feige. Und dann haben wir noch eine ganz dezente Fruchtigkeit vom Apfel mit drin und ganz ein mini bisschen Grapefruit, wobei ich finde, die merkt man eigentlich gar nicht. Also ich glaube, wenn jemand diesen Duft riecht, der wird die Grapefruit wahrscheinlich nicht rausriechen. Aber der ist einfach so total sommerlich, Urlaubsfeeling, leicht und trotzdem eben nicht irgendwie zu leger, sondern der ist tatsächlich relativ schick, würde ich sagen. Also so ein schicker Alltagsduft. Und ich finde den verhältnismäßig feminin, muss ich sagen. Ich würde den eher als Damenduft einstufen als irgendwas anderes. Aber für die Frauen, das ist echt so einer, den kann man immer tragen. Und dass man den immer tragen kann, das seht ihr auch am Füllstand hier. Also seht euch mal diesen Dent an. Das ist der Dent von einem Monat jetzt. Oder nicht mal einem Monat, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall crazy. Und ich meine, natürlich liegt es auch ein bisschen daran, dass ich bestimmt immer mindestens 10 Sprühe von dem nehme. Das muss man nämlich, weil der ist nicht super dicht. Das ist eher so ein transparenter Duft. Schon da, aber eben so ein bisschen leichter und da muss man dann schon ein bisschen mehr nehmen. Das Tolle ist, man kann den nicht überdosieren und der ist auch nicht super duper teuer. Also den gibt es für 95 Euro. Richtig cool. Den hatte ich natürlich auch im Urlaub mit dabei, habe ihn getragen wie blöd. Also ich glaube vielleicht an 70% der Tagen habe ich Fig getragen. Und dann hat mir eine liebe Abonnentin geschrieben, dass sie den eben versucht hat zu bestellen. Oder ich glaube, sie hat den auch bestellt. Und dann meinte die Marke zu ihr, sie hätten jetzt seit kurzem so super viele Bestellungen und sie wissen nicht warum. Also die Leute rennen ihnen die Bude ein wegen diesem Duft. Und dann hat sie gesagt, schau mal in das Video von der Leni und der Jasmin. Und daraufhin hat sich die Marke dann bei mir gemeldet und die waren wirklich super süß. Also die haben sich total gefreut, die waren echt super lieb. Also die kannten mich nicht, ich kannte die nicht und dementsprechend war es irgendwie eine ganz nette Begegnung. Dann haben sie gesagt, hey, wenn du diesen Duft so liebst, dann würden wir ihn dir gerne schicken. Und ich so, zu spät, ich habe ihn mir schon längst selber gekauft, aber wenn ihr ihn mir schicken wollt, dann schickt ihn gerne, damit ich ihn an meine Abonnenten verschenken kann. Und dann haben wir gesagt, okay, also habe ich hier jetzt einen Fig. Und ich muss jetzt auch mal kurz über das Packaging reden. Sorry, dass wir so lange jetzt über den Fig reden, aber das ist toll. Schaut euch dieses Packaging an. Das ist hier aus Pappe.
Also eigentlich, also super in Anführungsstrichen simpel, aber das Design ist der Hammer. Und das Tolle ist, bei diesem Packaging, ihr habt sozusagen vorne diesen kleinen Sneak Peek auf dieses Bild, was hier drin ist. Seht ihr das? Es ist sozusagen jeder Duft, den sie haben, der hat dieses Bild drin. Und dieses kleine Fensterchen offenbart dann... Was ist denn jetzt los? Offenbart dann sozusagen... den Inhalt des Dufts, ja. Und den gibt's heute zu gewinnen. Wir machen Giveaway draus. Ich muss euch natürlich wie immer eine Frage stellen. Also um zu gewinnen, müsst ihr abonniert sein, ihr müsst dieses Video liken und ihr müsst in den Kommentaren eine Frage beantworten. Die Frage ist... ich mache ja in letzter Zeit öfter Livestreams. Würde ich mich übrigens freuen, wenn ihr reinschaut. Und ich brauche immer coole Themen für die Livestreams. Das heißt, schlagt mir bitte in den Kommentaren ein Thema vor, das ihr gerne im Livestream diskutiert haben möchtet, was ihr vielleicht auch so ein bisschen für Interaktion eignet. Genau, und dann fügt ihr eurem Kommentar einfach noch den Hashtag LeniGiveaway hinzu, damit ich weiß, dass ihr beim Giveaway mitmachen wollt und damit ihr in die Auslosung kommt. Und dann läuft es wie immer 24 Stunden, dann wird ausgelost und ihr bekommt dann... Ich pinne den Kommentar oben an mit dem Gewinner und es gibt auch eine Insta-Story dazu. Das heißt, schaut am Tag danach nochmal rein, ob ihr gewonnen habt und dann wünsche ich allen viel Glück. Übrigens, als ich in Kontakt mit der Waage war, habe ich gesagt, hey, wenn ihr den Fick schickt, schickt mir doch bitte noch Samples von den anderen Düften. Die würde ich nämlich auch gerne probieren. Und was sie dann gemacht haben, ist aber nicht Samples geschickt, sondern sie haben einfach die gesamte Kollektion geschickt. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Akinesia-Kollektion hier. Die Zeit reicht jetzt heute im Video leider nicht, um die zu besprechen, aber die werden wir bald mal genauer anschauen auf meinem Kanal. Da gibt es noch ein, zwei richtig coole Düfte. Dann ein weiterer Favorit, in den ich gerade echt sehr, sehr verliebt bin, ist die Athalia von Parfum de Merlis. Und ewig, ewig wollte ich die schon besitzen. Ich habe irgendwie nie den Trigger gepullt, weil ich... nicht überzeugt war, dass ich sie wirklich oft trage. Und ich früher auch nicht so ein Iris-Fan war. Die Athalia ist nämlich so ein richtig schöner, weihrauchiger, ganz leicht süßer, sehr schicker Iris-Duft. Und der ist schon etwas reif, jetzt nicht alt oder so, aber schon reif. Und ich wusste immer nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ja? Aber jetzt habe ich ihn und ich trage ihn tatsächlich richtig viel. Ich liebe einfach Iris momentan, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Der ist so richtig, wie man sich schöne Iris-Düfte vorstellt. Also, der hat ein bisschen eine Rauchigkeit vom Weihrauch, aber keine dreckige Smokiness, sondern mehr so in der Konsistenz, so ein bisschen unterschwellig, so eine ganz leichte, eher so eine Vernebeltheit als eine Verrauchtheit. Dann haben wir ganz weiche, pudrige Iris- und Orangenblüte und eine Kaschmirnote im Herzen, die sich auch echt super schön macht. Und in der Basis haben wir weißen Moschus, Amber und Vanille. Und die Vanille gibt eben die schöne Süße mit hinzu, die dem Duft extrem gut tut. Ich glaube, sonst wäre der fast ein bisschen zu nischig. So ist er total, ich würde schon sagen, unnischig. Der ist extrem leicht zugänglich. Die Frage ist eher, gefällt einem der Duftcharakter? Aber der Duft an sich ist super likable. Das ist auch so ein Komplimentesammler. Und dann, finde ich, dominiert der Moschus auch noch ganz extrem. Also er ist so weich, pudrig, leicht süß, einfach irgendwie so zart, so richtig zart und erwachsen. Und ich glaube, es ist die Kaschmirnote im Herzen, die dem so diese... Sophistication gibt. Da ist noch so eine Note eben mit drin, die ihn, ich weiß nicht, ganz oft habe ich das auch in Männerdüften, dass dann so eine Note dabei ist, die es dann einfach total distinguiert, einfach edel macht. Und ich glaube, der Kaschmiran ist es hier bei der Athalia. Und die ist auch ein Allrounder, die geht eigentlich das ganze Jahr über. Jetzt August, 35 Grad ist vielleicht nicht... ich sag mal, die optimale Einsatzmöglichkeit für die, aber das ganze restliche Jahr passt die super und die kann man vor allem, also die ist nie overdressed und die ist nie underdressed. Die ist einfach immer gepflegt, schick, elegant. Ja. Genau, so würde ich die bezeichnen und die macht mir gerade Spaß. Die macht mir gerade richtig Spaß. Dann einen eher maskulinen Duft, in den ich mich kürzlich wirklich verliebt habe, ist der Imperial Wood von Panadora. Die Marke, die habe ich in meinem Livestream besprochen und ich habe dort alle Düfte zum ersten, oder nicht alle, alle bis auf einen Duft zum ersten Mal gerochen und getestet.
Und ich muss sagen, aus der ganzen Panadora-Linie ist der Imperial Wood der, der mir am allerbesten gefällt. Und zwar ist das ein sehr holziger, würziger, edler, auch minimal blütiger Duft. Also der ist unglaublich komplex, der ist vom Komplexitätsgrad her fast auf Roger-Niveau, würde ich sagen. Und da gibt es so viel zu entdecken. Der ist so himmlisch und zwar schon auf den ersten Riechen. Ja? Also nicht nur ist das, glaube ich, ja, ist ein Extrait, genau. Also der kommt wahnsinnig dicht, wahnsinnig langanhaltend, wahnsinnig stark. Ich habe den jetzt wirklich ein paar Tage getragen. Nicht im Sinne von mein Tagesduft, also sprühe hier, sondern ich habe mich so in den verliebt, aber der passt jetzt zu mir als Frau nicht perfekt, ja. Also es gibt so Tage, es gibt ein paar Tage im Jahr, da würde ich den wirklich als meinen Duft des Tages tragen. Aber ich denke, das ist vielleicht doch eher ein Herrenduft. Ich trage den dann immer an so einer Stelle hier an der Schulter. Wenn ich einen Duft sozusagen, also wenn ich eigentlich einen anderen Duft trage, aber ich möchte trotzdem einen bestimmten Duft noch riechen an dem Tag, dann sprühe ich den hier immer so auch auf die Klamotten hier so an diese Stelle, weil da kann ich dann immer hinriechen. Und das habe ich mit dem gemacht und zwar ganz oft. Ich finde, das ist ein richtig geiler Duft. Der ist super würzig, der hat eine richtig intensive Safran-Note, ist allerdings, glaube ich, synthetischer Safran, weil in den Noten steht Safraline. Dann haben wir noch Thymian und Tabak und die Tabaknote, die kommt am Anfang auch so richtig schön. Nicht total dominant, sondern der ist von Anfang an schon so harmonisch. Dann haben wir noch Zimt, Kakao, Vanille, Tonkabohne, Gewürznelke. Und die Gewürznelke, finde ich, merkt man schon auch stark. Tonka gibt so dieses weiche, samtige. Es wird nicht zu marzipanartig. Dafür kommen die Holznoten viel zu stark. Wir haben Sandelholz und vor allem haben wir Oud. Die Oud-Note kommt super schön raus. Wir haben Leder und Weihrauch. Also das ist echt ein perfekter Duft so für den Herbst und einfach irgendwie, da, der ist anziehend, der ist spannend, da passiert viel, der ist trotz allem nicht zu, also ich finde diese Amber, Tabak, Leder, Weihrauch Düfte, von denen gibt es ja viele, die können halt manchmal auch ein bisschen zu rau werden, ein bisschen zu kratzig, aber das ist der nicht, der ist ganz weich und fein und irgendwie austariert. Okay, also das ist meine Empfehlung an die Männer. Also das ist eine der coolsten Entdeckungen von diesem Jahr. Gefällt mir irre gut und den solltet ihr mal probieren. So, und dann ein weiterer Favorit dieses Monats ist ein Narciso Rodriguez und zwar der For Her Musc Noir Rose. Und das ist ein Duft, der kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Ich glaube schon. Und der wurde ziemlich gehypt damals und ihr kennt mich ja. Ich liebe ja den For Her, das Eau de Toilette, den schwarzen, ja. Das ist einer der Düfte meines Lebens. Und ich muss sagen, ich zögere dann immer andere Narciso Rodriguez Düfte zu probieren, weil ich die oft dann nicht so toll finde. Beziehungsweise, weil ich irgendwie kommt, kann nichts an den schwarzen For Her kommen. Und deswegen tue ich dann eigentlich immer gar nicht rum. Weil ich weiß, wenn ich mir dann noch einen Narciso Rodriguez kaufe, abgesehen von denen, die ich schon habe, nämlich den Narciso Poudre und den For Her Pur Musc, den weißen, der kriegt dann keine Chance, ja, der fällt dann einfach ab dagegen und den trage ich dann nicht. Deswegen oft mag ich die dann gar nicht probieren. So, und jetzt haben aber so viele von euch an mich hingeredet, dass ich den unbedingt probieren soll und dass der so toll ist. Und ich dachte mir schon, das glaube ich nicht, ja, egal. Ich habe ihn mir blind bestellt und ich mag ihn gern. Ich mag ihn richtig gern. Ich finde, das ist ein toller Duft, vor allem vielleicht auch für den Herbst. Der hat halt den Narciso Moschus, ja, also das ist schon mal immer schön. Und der ist so schön dunkel irgendwie, also so pflaumig. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich bin ja nicht so ein Rosenfan. Und der hat ja die Rose sogar am Namen. Und dann dachte ich schon, oh, ist vielleicht nichts für mich. Aber die Rose kommt überhaupt nicht so stark raus, finde ich. Es ist eher so dieser Moschus mit dieser sehr, in Anführungsstrichen, unsüßen Pflaumigkeit, was echt schön ist. Wir haben auch noch ein bisschen Bergamotte. Wir haben neben der Rose auch noch Tuberose, wo ich auch immer so ein bisschen vorsichtig bin. Und dann haben wir noch eine Vanille. Und echt, wenn ich die Noten anschaue, dann hätte ich mir gedacht, nee, der ist sicher nichts für mich. Aber die Art und Weise, wie sie dann verarbeitet sind und das Verhältnis zueinander, also sprich, wir haben viel Moschus, wir haben viel schöne Pflaume, wir haben die Vanille, die nicht zu süß wird, schon noch immer irgendwie dezent ist und im Hintergrund
so im Hintergrund irgendwie so eine schöne Würze auch gibt. Und die Rose und die Tuberose halten sich echt zurück, Gott sei Dank. Und ich mag ihn gern, ich trage ihn gern und das hätte ich eben nicht gedacht. die Narciso Rodriguez sind natürlich immer toll, weil die super günstig sind. Also ich glaube, ich habe den irgendwie für 30 Euro gekauft oder so. Also es hat mir jetzt echt nicht ein super Loch in den Geldbeutel gerissen. Und ich kann euch den empfehlen. Ich finde, der ist einfach ein toller Kandidat für den Herbst. Ich finde, Pflaume passt für mich immer super gut in Herbst und Winter. Ich weiß nicht genau warum, aber das gibt mir irgendwie den Vibe. Und er ist weiblich, er ist fluffig, er ist verführerisch, er ist jetzt nicht super stark. Ich würde sagen, so von der Haltbarkeit und von der Sillage her ist er ein bisschen schwächer als der schwarze Verhör. Von dem kann man aber auch viel sprühen. Also den kann man wirklich, da kann man ein bisschen Gas geben mit dem. Und ich glaube, dass den Männer sehr angenehm finden. Der ist irgendwie so ein guter Mittelweg zwischen, ich bin okay für einen Tag, ich kann dich auch im Büro tragen. Ich bin aber auch eine Idee sexy, also es würde auch auf ein Date gehen. Es geht auch zu einer Abendveranstaltung. Der hat schon so einen Verführungsfaktor in sich. Ich finde, das haben die Narcissos alle irgendwie mit diesen Moschus. Ist einfach so schön. Bis auf den weißen Verhör. Der ist einfach nur clean, sauber, gepflegt. Aber die anderen, ja. Insbesondere der schwarze auch. Und die haben alle so diese Dosis Sexiness und diese Vielseitigkeit, die sie dann echt zu richtig tollen Alltagsdüften auch machen. Und zu Eventdüften. Also, ja, das Beste irgendwie von allem. So, an den super heißen Tagen habe ich ganz viel getragen, meine Molecule One. Also der war auch einer, der im Urlaub richtig viel Playtime bekommen hat. Ich habe ihn auch mal versucht zu layern mit dem Fig. Ich habe aber dann gemerkt, das braucht es gar nicht unbedingt. Wenn man viel von dem Fig nimmt, dann hält er auch so seine 6 Stunden. Das passt dann schon. Aber ich mag den halt alleine auch super gern. Das ist einer, also Ambroxan zum Beispiel, das Molecule 2, das trage ich alleine selten. Hin und wieder mal, wenn mir danach ist. Aber das Isoe Super, das trage ich super oft auch einfach alleine. Und alle in meinem Umfeld mögen den super gern an mir. Insbesondere auch meine Kinder. Beziehungsweise die Große, die Kleine kann auch nicht sprechen. Aber der wirkt gut an mir und an vielen Leuten einfach, weil der sich so schön mit der eigenen Hautchemie verbindet und so weit strahlt und irgendwie so dezent. Er ist transparent. Aber super präsent. Und was sich reimt, ist gut. Also er ist transparent, aber super präsent im Sinne von, der geht niemandem auf die Nerven. Der ist so ein schöner, transparenter Schleier, der irgendwie so um einen rumwabert. Nee, Schleier ist nicht eher wie so ein, ja, eher wie so eine kleine Wolke. Aber nicht so eine Cumuluswolke, sondern eher so eine Cirruswolke. Spricht wieder die Segelfliegerin in mir. Ich blende euch Bilder ein zu den Wolkennamen. Aber dann wisst ihr, was ich meine. So diese so Cirruswolken, das ist genau der Molecule One. Und die Leute merken ihn und lieben ihn. Und er ist irgendwie so ungreifbar für viele. Die können nicht einordnen, ja, weil es ist so ein holziger, synthetischer Duft, der so ein Mix aus Zedernholz und Sandelholz ist. Und ich weiß nicht, das ist wirklich das Meisterwerk von Gesa Schön. Ich war ja kürzlich auch im Urlaub im Thaler in Bozen und habe da die ganzen Eccentrics auch nochmal durchprobiert, weil viele von euch beschweren sich ja immer, dass ich immer nur Molecule 1 und 2 zeige. Aber ich finde, das sind halt einfach die besten. Und ich muss sagen, mit den ganzen Eccentric-Kreationen kann ich nicht so viel anfangen. Ich finde sozusagen die puren Düfte, die finde ich viel geiler als die, ja, die, wo ein bisschen mehr los ist. So, dann habe ich diesen Monat vielleicht einen YouTube-Kanal für Leute, die sich eventuell ein bisschen für Fotografie interessieren oder Videografie auch. Und zwar, das ist ein Kanal, den schaue ich wirklich schon ewig. Den schaue ich bestimmt schon seit 6 Jahren oder so. Das sind die F-Stoppers. Die F-Stoppers, das sind zwei Jungs, kann man nicht mehr sagen. Ich glaube, die sind jetzt auch bald schon 40. Wahrscheinlich noch nicht ganz, aber die sind so ein paar Jahre älter als ich, ja. Und die haben früher zusammen in einem früher gab es ja noch diese Photoshops, wo man gearbeitet hat, wo man seine Bilder gedruckt hat und halt einen Laden, der Fotoequipment verkauft hat. Da haben die sich kennengelernt und dann haben die halt ihr eigenes Business zusammen gemacht und die waren dann erst Hochzeitsfotografen und im Grunde haben sie sich dann weiterentwickelt zu einer Ressource für
alles, was mit Fotografie zu tun hat. Also Equipment Reviews findet ihr da, ihr findet ganz, die haben ganz viele Tutorials mit den weltbesten Fotografen in ihrem Genre zu zum Beispiel Architekturfotografie, Landschaftsfotografie, Porträtfotografie, was gibt's noch? Alles Mögliche, ja. Alles, also jedes Genre, das es gibt. Bikini ist Strandfotografie, findet ihr da. Also jedes Genre, das es gibt, zudem haben die da ein Tutorial. Sie sind, ich mag die gerne, weil die sind super ehrlich. Sind auch teilweise, also die scheuen sich auch nicht davor, mal irgendwie kontroversere Meinungen zum Besten zu geben. Vor allem der Lee, der eine. Und die haben auch so eine ganz nette Dynamik, ja. Also die, ja, ich will gar nicht sagen, die spielen sich den Ball so ein bisschen zu, aber... Die sind so ein bisschen wie, ich will jetzt nicht sagen wie Asterix und Obelix, das passt irgendwie nicht, aber die sind halt so ein Duo und die funktionieren gut zusammen. Und das macht einfach Spaß, denen zuzuschauen. Und was die auch immer machen, was ich auch ganz gerne anschaue, ist, die machen ein Format, das heißt Critique the Community. Und zwar haben die nicht nur ihren YouTube-Kanal, sondern die haben ja auch einen, also es gibt den normalen YouTube-Kanal und es gibt den Livestreaming-Kanal von denen. Und die haben auch eine Website. Das ist wie ein Magazin, ja, ein Magazin zum Thema Fotografie, auch ein Blog. Und da gibt es auch super viele hilfreiche Artikel für jeden, der sich irgendwie ein bisschen für Fotografie interessiert. Und da machen die immer so Contests. Da können dann Mitglieder der Community ihre Fotos hochladen. Und in diesem Critique the Community, das ist dann so ein Live-Format, da sitzen sie dann zu zweit im Livestream und bewerten die Bilder der Community. Und der Gewinner kriegt dann immer ein Tutorial geschenkt. Und dann gibt es immer noch einen Random-Gewinner, der auch irgendwas geschenkt kriegt. Und es ist immer ganz witzig, weil denen ist halt komplett egal, ob sie da irgendwie, ich sag mal, die zarten Künstlerseelen der Leute verletzen, sondern die sagen halt einfach, was sie zu den Bildern denken. Und ich finde es so geil. Also es macht einfach Spaß zuzuschauen, ja, weil die so ungefiltert sind. Das gefällt mir immer. Genau. Und was habe ich noch? Ah, ich habe vielleicht ein Produkt, das vermutlich hauptsächlich die Frauen interessieren wird. Und zwar werde ich ja oft in meinen Videos gefragt danach, was für ein Make-up ich habe und so. Und ich habe in 90% meiner Videos immer eine Lippen-Kombo. Das ist ein Lip-Liner und ein Gloss. Und zwar der Lip-Liner ist der Make-up Forever Artist Pencil 600 Anywhere Caffeine heißt der. Und der ist aber schon seit ewigen Zeiten eingestellt, ja. Also den findet man nicht mehr, den kann man nirgendwo mehr kaufen. Und mein Anywhere Caffeine, der ist jetzt noch so groß, ja. Also ich habe den schon runtergespitzt, der ist jetzt bald weg. Und ich finde einfach keinen wirklichen Match in der anderen Marke, wo ich sagen würde, ich könnte den ersetzen. Übrigens, das Gloss ist das Hourglass Ignite Gloss. Ich kann es euch verlinken unten. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Lip Liner gefunden, auch dank der Jasmin. Der, ich sag mal, zu 90% hinkommt und der mir aber sehr gut taugt. Und zwar ist es der Charlotte Tilbury Lip Cheat. Er heißt Iconic Nude. Und der ist spitze, weil der ist so richtig schön braun. Und das passt zu meinem Hauttyp, weil ich habe so einen olivenen Unterton. Und diese ganzen pinken Lipliner, auch so die roten teilweise, die passen nicht so gut zu mir, aber die Brauntöne, die wirken gut, ja. Und das ist jetzt meine neue Lip-Kombo. Der und das Hourglass Ignite Gloss. Manchmal nehme ich auch das Fenty Gloss Balm, das Original. Ja, je nachdem, was ich gerade rumliegen habe. Mit dem bin ich jetzt echt zufrieden, weil das ist auch mein Lipliner, der halt gut hält. Weil ganz viele Lipliner, die faden dann irgendwie so weg. Und das kann man halt nicht brauchen. Also ich habe keinen Bock, irgendwie alle 2 Stunden am Tag ins Bad zu rennen und das neu zu machen. Und den machst du einmal drauf und dann ist der da. Das ist eigentlich ganz cool. Genau. So, das waren meine August-Favoriten, glaube ich. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Dann hoffe ich, ihr hattet auch einen tollen August. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Giveaway, falls ihr mitmachen möchtet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao, ciao.